Number 15. Er ist ganz klar der bestimmende Mann. Pete Sampras und Stefan Edberg hat Probleme mit seinem Aufschlag. Vor allen Dingen der zweite eindeutig schwächer, da die Defizite der Schweden. Nach 30-0 kam zweimal der erste Aufschlag nicht. Mit dem zweiten konnte Pete Sampras viel mehr anfangen und kam zu seinen zwei Punkten. Da haben wir einen der Galixens. Tim und Tom gibt's. Zwillingsbrüder, die Mitte der 70er Jahre ein sehr erfolgreiches Doppel im Welttennis bilden. Das erste Ass. Und Stefan Edberg kommt zu seinem zweiten Spielgewinn. Ein Raunen geht hier durch die Halle. 192 Stundenkilometer schnell. Sein Aufschlag. Da haben wir es. Die Radarmessung. Der Tennisästhet mit dem knallharten Aufschlag und hat in diesem Jahr schon 208 Stundenkilometer gemessen. Das war draußen, nicht in der Halle. Mit etwas leichteren Bällen, denn hier werden etwas schwerere Bälle gespielt. Mit dem hat Stefan Edberg so seine Schwierigkeiten. Auch das ein typischer Stefan Edberg, das Trippeln, wenn er auf den Aufschlag des Gegners wartet. Der Ballwechsel dieses Turniers. Pete Sampras. Das Ganze hier noch einmal in der Wiederholung zum Genießen. Schauen sich die Mimik der beiden an, die haben wirklich Spaß. Jeweils ein Lächeln huscht da über die Lippen. Aber dieser Ballwechsel hat Kraft gekostet, das sehen Sie am Gesicht des Stefan Edberg. Zuschauer immer noch ganz aus dem Häuschen. Auch heute wieder ausverkauftes Haus.
in der Festhalle. 5-2 Führung für Pete Sampras. Es gab ja schon ein Match, ein Marathon-Match heute am späten Nachmittag. Fast 3 Stunden benötigte Jim Courier, um den Niederländer Richard Krajicek in 3 Sätzen zu besiegen mit 6-7, 7-6, 7-5. Und natürlich warten alle, auch wir, ich hoffe auch Sie, noch auf die Partie von Boris Becker. Die findet im Anschluss an diese Paarung hier statt. Becker gegen Korda. Ein Spätabendmatch. Und Stefan Edberg und seine Fußfehler. Sehr schwer aus dieser Perspektive zu sehen. Tja, und da tritt Pete Sampras sozusagen als Rächer auf. Ein total verunglückter Returner. Der trifft ausgerechnet den Linienrichter, der die Fußfehler der Stefan Edberg 2-mal angezeigt hat. Edberg bedankt sich kurz bei Sampras, der sagt, macht nix. Diesmal geht Stefan Edberg auf Nummer sicher. Aber auch das zeigt, dass der Schwede momentan noch nicht voll im Spiel ist. Normal hätte der diesen Ball mit traumwandlerischer Sicherheit aus der Luft genommen. Und vor allen Dingen der erste Aufschlag. Der kommt noch nicht, er hat noch nicht seinen richtigen Rhythmus gefunden. Souveränes Aufschlagspiel, man möchte sagen, na endlich für den Schweden. Er kommt heran. 5-3 Führung für Pete Sampras, der nun, zumindest was den ersten Satz angeht, alles klar machen kann. Setzt Pete Sampras seine Volleys. Muss er tief herunter und spielt den Ball dann noch gegen die Laufrichtung seines Gegners. 30-0.